Servus und herzlich willkommen zur 23. Episode von X-Wing Alliance. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei bin. Sie werden im Bereitschaftsraum benötigt. Also beeilen Sie sich. Halt doch mal die Klappe, MK. Genau. Die Piloten Smithy, Blue 8, Randa, Vox und Vaudox sind offensichtlich gestorben zuletzt. Ah, gibt eine Belobigung. Ehrlich gesagt, ich habe das letzte Mal nicht viel geleistet, deswegen verdiene ich die, finde ich, nicht. Widmen wir uns wieder dem Geschäft. Aber Hauptsache, die Mission ist erfüllt. Das ist immer das Wichtigste. Auf geht's. Aufklärungsflüge haben den Standort der Forschungsanlage herausgefunden, die für das experimentelle Jägerprojekt zuständig ist. Dadurch haben wir nun die einmalige Gelegenheit, dem Imperium einen schweren Schlag zu versetzen. Und das ist ein Angebot, das ich einfach nicht abschlagen kann. Der diensthabende Offizier wird Ihnen Ihre Einsatzbefehle geben. Wir verlassen uns auf Sie, dass Sie dem Projekt dieses Direktor Lancers sofort und ein für alle Mal ein Ende setzen. Viel Glück! Wenn Sie in der Kampfzone ankommen, wird X-Wing Rot die Raumüberlegenheit für B-Wing Grün sichern, während diese den Angriff anführt. Wir wissen nicht, über welche Verteidigung die Station verfügt. Aber wir sind uns sicher, dass sie von vielen Prototypen geschützt wird. Seien Sie wachsam. Stellen Sie sicher, dass Sie alle imperialen Ziele in dieser Gegend ausschalten, nachdem Sie die Station zerstört haben. Wir wollen, dass dieses Projekt ein für allemal gestoppt wird. Wenn Sie in der Kampfzone ankommen, wird X-Wing Rot die Raumüberlegung... Ist ja gut. Ja, dann... Legen wir mal los. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich jetzt auf einmal wieder in der Staffel Grün mitfliege. Das ist etwas lästig. Ich mag es eigentlich gar nicht. Mich mit diesen riesigen Plattformen da anzulegen. Was ist das denn da? Was ist das denn? Hier spricht Zack. Jawohl, Sir. Greife angegebenes Ziel an. Die Einsatzleitung meldet Raumjäger, die von einem Großkampfschiff starten. Da kommen sie. Ja, ich würde auch vorschlagen, den machen wir als erstes platt. Achtung, an alle Piloten! Dieses Schiff sendet merkwürdige Funksignale aus. Es könnte eine Art Kommandoschiff sein. Hey 2, von 12 Uhr greifen Jäger an. Sie ähneln den Signalen, die vorher von den modifizierten Escort-Transportern benutzt wurden. Hey 2, ausbrechen! Das ist Ihr Hauptziel. Hilft mir jetzt gerade noch gar nicht weiter. Hey 2, versucht sich einer an seine Zielerfassung zu bekommen. Hey 2, pass auf! Oh, neuer Versuch. Es wird irgendwann möglich sein, ein bisschen da ranzukommen. Jetzt erstmal das Ziel speichern. So, also. Hier spricht 6. Jawohl, Sir. Greife angegebenes Ziel an. Hier spricht 3. Ich werde beschossen. Hier spricht 6. Gib mir mal ein paar Torpedos Sven. Auf. Vielleicht kriegen wir die Schilde geknackt. Er versucht, sich einer in seine Zielerfassung zu bekommen. Hier spricht 1. Ich habe hier ein paar Probleme. Guter Schuss. Das sind ja Defender. Die unangenehm. Schon wieder. Schildstärke des Kommandoschiffs auf 50%. Das ist
immer noch zu viel. Dass das Teil plötzlich hier nur noch eine Ionenkanone hat, werde ich Ihnen, glaube ich, so schnell nie verzeihen. Statusbericht Primärziel. Ihre Schilde sind zusammengebrochen. Hey, 2, du solltest die Jungs auf 6 Uhr lieber abschütteln. Statusbericht Primärziel. Sie wurden außer Gefecht gesetzt. Schauen, wie lange ich hier Löcher reinschießen darf, bevor irgendein Teiljäger merkt, was ich hier treibe. Jetzt hat einer gecheckt. Statusbericht Primärziel. Ihr Rumpf ist beschädigt. Durch den Kügel kannst du, glaube ich, regelrecht durchfliegen. Hier spricht 6. Ich verzieh mich lieber. Irgendwie ein interessanter Kommentar zu, ich verzieh mich lieber, ne? Weiter so. Statusbericht Primärziel. Ihr Rumpf ist schwer beschädigt. Statusbericht Primärziel. Sie sind fast am Ende. Statusbericht Primärziel. Sie wurden zerstört. Gut gemacht. Greifen Sie nun die Forschungsstation an. Hier spricht 5. Mein Schiff ist schwer beschädigt. Hier spricht 6. Jawohl, Sir. Greife angegebenes Ziel an. Hier spricht 1. Ich breche meinen Angriff ab. Das war's. Statusbericht Primärziel. Ihre Schilde sind zusammengebrochen. Hey, 2, bleib auf Distanz. Hier spricht 4. Ich habe hier ein paar Probleme. Irgendwie in dem B-Wing komme ich mir immer mehr vor wie ein Fahrer und weniger wie ein Pilot. Mal gucken, was wir jetzt schneller runterkriegen. Statusbericht Primärziel. Ihr Rumpf ist schwer beschädigt. Die Forschungsstation ist zu. Zerstört. Statusbericht Primärziel. Sie wurden außer Gefecht gesetzt. Sie wurden zerstört. Hervorragende Arbeit. Ich glaube, es wird Zeit für eine kleine Feier. Ein Toast auf das Ende des Forschungsprogramms. Sie haben einen von uns zerstört. Huh. Das ist, glaube ich, nicht gut. X-Wing-Rund 3 zerstört. Hoppala. Mit dem Feuerspiel wird darin umkommen. Ja, Mist. Sind ein paar entkommen. So, der ist schon weg. Naja, das schaffe ich nicht. Na gut. Tut mir leid. Ich habe eigentlich nicht direkt vorgehabt, einen von unserer Seite Platz zu machen. Mal gucken, ob das jetzt irgendwie was auf die Finger gibt. Aber naja, was soll's. Wenn ich die Musik hier höre, bin ich immer sofort geistig wieder in Rebellion drin. Weil das halt so der Standard ist. Nebenbei, wenn ihr es nicht kennt, schaut euch doch mal das Let's Play zu Rebellion an. Das war ein cooles Let's Play, das hat mir richtig viel Spaß gemacht, das war richtig schön.
Ich wünschte, es gäbe mehr vernünftige Strategiespiele auf der Ebene oder in der Welt von Star Wars, aber die meisten gefallen mir persönlich nicht so, die es da noch so gibt. Also Empire at War habe ich furchtbar gefunden. Ich habe es für euch gespielt, weil ich halt drum gebeten wurde und also ich reagiere eigentlich auf eure Zurufe normalerweise. Durchaus auch mal mit einem Nein, kommt schon vor. Es gibt ja hier für X-Wing Alliance eine Reihe von Mods, die ich jetzt nicht gespielt habe oder nicht installiert habe, weil ich mir gedacht habe, ganz ehrlich, eigentlich will ich euch das ja so präsentieren, wie man es damals erlebt hat. Darum geht es mir ja eigentlich hier bei dem Kanal. Ich möchte halt letztlich so das Feeling von damals irgendwie wiedererwecken und dazu brauche ich, finde ich, auch die Grafik von damals. Also deswegen spiele ich die Sachen so, wie sie sind. Das wird noch ein Thema werden bei Wing Commander. Auf diesem Sendeplatz hier wird vermutlich 2022 erstmal gucken, wie ich dazu komme, die Wing Commander-Reihe bei mir geben. Ich bin hier ein großer Fan, ich liebe Wing Commander. Ich habe aber seit über 2 Jahrzehnten Wing Commander 1 und 2 nicht mehr angefasst. Und ich habe es kürzlich mal wieder ausprobiert, also ich habe eine DOS-Box, mit der kann ich das spielen. Das ist unangenehm, das ist richtig eklig zu steuern. Ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Vielleicht spiele ich auch bloß 3, 4, 5. Das kann durchaus passieren. Gute Arbeit, Esme. Ist ein bisschen wie bei Privateer 1. Privateer 2 ist eins meiner Lieblingsspiele. Privateer 1, Neue Störsysteme wurden geladen. Furchtbar. Wir haben den Schaden im Computerkern gefunden, Admiral Sarin. Unsere Techniker arbeiten gerade daran. Anscheinend sind wir in der Lage, eine Menge wichtiger Daten zu retten. Exzellent. Und was ist mit Direktor Lancer? Im Logbuch steht, dass er mit einer Fähre geflohen ist. Mehr Informationen stehen uns nicht zur Verfügung. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass seine Fähre in der Schlacht zerstört wurde. Zu schade, aber das Projekt läuft weiter wie geplant. Die Daten, die wir vom Prototypen retten konnten, werden sich in der nächsten Entwicklungsphase als wertvoll erweisen. Sobald alle an Bord sind, nehmen wir Kurs auf die Forschungsanlage Obsidian. Ihre hervorragenden Leistungen seit Beginn dieser Schlacht werden heute mit dem Gruppencommander-Abzeichen gewürdigt. Sehr schön, das ist im Prinzip ganz nett. Offensichtlich ist es aber schiefgegangen. Manchmal haben wir ja wirklich Glück. Wir konnten sowohl die Forschungsstation als auch das erste einsatzbereite Kontrollschiff zerstören. Hoffentlich haben wir das Imperium dazu überreden können, jegliche Forschungsarbeiten an den ferngesteuerten TIEs aufzugeben. Die Allianz wird ihre heldenhaften Leistungen nie vergessen. Ich meine, es sind einige von diesen Sulak-Transportern eben entkommen. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht 5 Abschüsse ist, doch ein Witz. Die neuen Geheimdaten der Schiffe wurden in der Tech-Bibliothek gespeichert. Gut so. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns dann zur nächsten Episode wieder. Bis dahin macht's es gut. Servus und auf Wiederschauen. Fantastisch aus. Und wenn ich es sagen darf, ich habe es noch nie in einem besseren Zustand gesehen. Ich kann es kaum erwarten, damit loszufliegen. Kommen Sie an Bord!